Morris. Es ist scheinbar hier zu sein. Wir können Gott loben, Gott umbeten, am Danke. Und einfach hier tobt die Gemeinschaft an. Das ist ein Segen, das allein. Nicht? Und dass Gott das Gebet erhört hat. Wir haben gebetet, die Jahre und wieder in eine Zeit, dass wir können taub kommen. Viele Städte kennen sie nicht, wir kennen. Das ist ein Segen, das ist eine Gebetserhörung, dass wir von der Kirche hier open, free taub kommen und einfach im Gott sein Wort nachdenken. Ich habe mich von der Timer gewählt in Farsch, was mir langhaft als wichtig war, was mir als ungeschiert hat und was ich irgendwo gedacht habe. Aber dieses Werk wird mir interessant. Einmal fällt es mir so, ich habe all die Timer angefangen und eng. Dann wird es so, okay, sollst du diese wörtlich bringen? Diese Botschaft? Und dann holen sich am Gebet. Sind auch wörtliche Gebet für uns. Und ich will mich bedanken für jeder einer, der die Gebet hat. Da habe ich gerade einen Unterschied gemacht. Jeder Gebet merkt einen Unterschied. Und nicht komme ich auf den Gedanken, auf den Zwiebel. Okay, das selektiert wörtlich. Menschen beten ja alle, wo ich nicht so an den Timer bringe. Und ich komme bei den Entschluss, ich kriege nicht auf einen anderen Aufschnitt, ich würde das wieder schaffen. So, das ist ein bisschen Timer, was ein bisschen schadet. Aber ich glaube, Jesus, der schadet Petrus im Bett, und ich glaube, uns fehlt einst einmal auch, dort wie wörtlich betend sind, so als Jesus uns abrufen hat. Der Timer hat genannt, Jesus, der ruft uns ab, einfach zum Beten. Und dort hat er von dir auch. Wir kicken an diesen Aufschnitt fertig nur, dort den Wort gebraucht für Ostern. Das ist ein Osteraufschnitt, ich weiß. Aber wir werden von der besonders noch kicken, wo Jesus abrufen der zum Beten. Ich wollte hier eine schwere Zeit durch, aber wo er die Jünger wörtlich abrufen dort, dass sie wach werden und beten dort. Eine schwere Zeit, und dass sie nicht fallen dort, wann die Versuchung kommt. Die Versuchungen kommen, die Troubles kommen, wir kommen alle an eine Lehre nennen, wo das vielleicht ein Lehrer ist. Aber dann ist es wichtig, dass wir gebeten haben, dass wir durch eine Stunde bleiben. Die Jünger, sie hören nicht Gebet und sie fallen. Petrus hat Jesus gesagt, ich war mit dir top Jesus, ich war die nicht verloren, ich war mit dir top gestorben. Was passiert? Er hat bloß nicht Gebet und hat kein Kart. Das ging die Schrift, ging eine Erfahrung. Aber danach, was passiert? Gerade was Jesus sagt, wirkt dem Bet, dass die nicht in der Versiegung fallen, wird der Jesus wahrlich, aber der Fleisch ist schwach. Er sagt, wirkt im Bet. Und wenn wir hier gucken, Jesus, der hat hier aufgegangen, was er hier noch hat. Judas will wachgegangen. Und es hat nur am Garten Nantchen und Leute Aachinger gewesen. Und drei steigen nun per Matzig. Petrus, Jakobus und Johannes. Der ging mit an, und der hat, brachte dich bei an, und er ging nach dem Klimat wieder zum Beten. Und er sieht die Ernt, wer den Bet, dass die nicht in der Versiegung kommen. Und er wird eine Todestrühe, das sage ich, ein Todestrühe, seine Säule wie ein Todestrühe, und er sprach er an, oder er sieht er an, blieb hier ein Werk, sieht er. Und dann ging er wieder, und er betet, er schmeißt sich auf ihn, ab ihr, und betet, und wenn er mählich wird, dann soll Gott diese Stunde nicht looten, passieren, aber er sieht danach, vor er dein Wählen soll passieren, nicht mein Wählen. Und dann kam er drei, dann will ich mal hören, was er hier sagt. Er sagt, als er drei kam, schleife die Jünger. Der acht Jünger schleppe ich jetzt immer so, oh, diese drei hier. Aber dann höre ich, was er sagt. Dann sagt er, dann seht er zu Petrus. Dann seht er, Simon, schlafst du? Kostet dich nicht eine Stunde Werke? Er sagt, ihr ist Petrus? Dann sagt er, Simon. Dann hört sich so, dass er Petrus sagt, dann wagt er noch nicht ganz ab. Dann schlappt er noch. Dann sagt er, Simon. Petrus, wie die Nummer, was er gekriegt hat, dass Jesus am Roten da, dass er seine Jünger gewählt hat, dann seht ihr Jesus zu Petrus. Simon, Jonas, ihn sehen, du sollst Petrus heiten. Das wird nicht ganz tauen, dann sagt er, Simon, seine Mutter, Nummer, was seine Eltern an die Jift haben, das soll mit dich dabei kommen, nicht? Dann sagt er, schlafst du? Er sagt gleich zu den alle drei, da sagt er besonders zu Petrus. Petrus hat Jutz gesagt, ich war mit dir taub, wenn ich gestorben war, ich war mit dir mit. Nicht schleppe ich. Das wo uns Fleisch ist. Wir sind schwach und wir brücken Gebet. Und Gott ruft uns ab, dass wir einfach betend sind. Und ich glaube,
an unser Heimat umwandelt, wie an die Kirche umwandelt, wie an unsere Umgebung umwandelt, wo immer wir sind. Wir zerrückt ab, dass wir betend sind in Werken. Wir wollen Luther nach einem Punkt kommen, wo Petrus gelehrt hat, einfach zu wirken. Aber ich wollte Ihnen eine Geschichte vertellen. Wer kennt John Stith Pemberton? Bei euch, wer wäre das? Ist nicht sehr bekannt, aber wenn wir in der Coca-Cola Company hier, dann wollen wir zweiten werden können. Aber er hat die Coca-Cola Company angefangen, er ist der Founder, und er ist bekannt, als er hat angefangen und 18 saßen Town durch die Coca-Cola Company, und er fängt an mit 9 Koffeln am Tag Coke zu verkaufen, und das wird ein Business anfangen. Dort bekommt, und 1888 dann starb er, so 2 Jahre mit dem Hund, und dann hat er sein Reich verkauft, er wird ganz los von dort, ist er gestorben dort. Und dort fing wir leicht, aber das ist eine Geschichte hängen. Seine Früh, sie wie ein Christ, seine Früh wie eine betende Früh, sie betet, und er wird, John Stith wie ein Super. Er wird ein Mann, wo du viel weiter in sein Heim hat, nachgebracht oder durch seine Ungewohnheit und so wieder. Und ein Tag, sie war das so oben, sie kam laut in den Haus, sie laut wach, und sie früh der Bet. Sie betet und sie rührt Gott und sie fragt Gott, mach das mal ab hier, machst du meinen Mann mal trägt an, dass er was verändern. Und gerade in dem Moment stoppt er dir an, dass er beten lässt. Und dann sitzt er dort und das packt ihm so an. Und sage ich da, ich merke eine Entscheidung, von dir habe ich vor, das ist nicht durch. Nicht so durch. Wobei sage ich zu seiner Frau, merke mir einen Drink, wo ich kann trinken, wenn ich da schaue. Seine Frau steht ab und sie merkt einen Juice rein. Dann nahm sich den Juice. Ich weiß nicht, dass von dir was anderes ist, dass du da hast, du warst. Aber anyway, sie merkt den rein und ich kann noch trinken. Und ein paar Jahre wieder, dann denkt er über nur und ich läuft, er würde ein fernes Business sein. Dort würde die Coca-Cola Company anfangen. Durch eine betende Frau, wo er morgen sich bekehrt, wo der Jesus kam. Der kam nicht Jesus. Und dort bist du mir verlangt. Aber von dir auch geworden, wacker sein und beten. Und wenn wir wacker sind, dann werden wir Gott loben dafür und werden wir bloß einfach wieder beten. Aber wer schleibt hier aus Jesus hier beten? Da wird es eine Jünger, da wird es der nutzte Freund. Norman hat letztens eine Botschaft von Freund. Und das wird der, was ganz dicht bei wir. Petrus, Jakobus und Johannes, die schleipen. Aber wer schleibt nicht? Die Sutton. Die Diebe, die wir ganz ohne Arbeit, die wir Druck. Die können Lut ablieben, die wir teipen nach, wir ohne Arbeit. Judas, wir ohne Arbeit, haben wir ganz ohne Arbeit, mein Geld merken. Haben wir tätig ab, haben wir bei Lut ab, können wir sein. Die Pharisäer, die Priester. Herodes, die wir tätig ab, den Jesus rechten, wenn wir weiten, wenn wir schon, wo Jesus war. Herodes, die brachten Zeit, die tätig sind, alles brachten sie daheim. So tun wir ganz in Arbeit. Ja, das ist von dir auch. Und du willst sagen, wer wir werken im Beten. 1. Thessalonicher 4, Vers 17 sagt, halt an mit dem Beten. Halt an mit dem Beten. So, wenn wir dann denken, wo mein Beten so reicht, das ist einfach eine Gemeinschaft, das ist eine Unterhaltung zwischen uns und Gott. Das ist ein persönliches Ding. Gott sagt, Jesus sagt, eine steht gut an deiner Stube, merkte der Tau im Bett einfach. Gott will, dass wir eine persönliche Gemeinschaft haben. Nicht dort, wir können mit anderen Tau beten, wir können von anderen beten. Es sind verschiedene Wege, nicht? Aber diese persönliche Gemeinschaft, da ist Gott wichtig. Er will uns hart, er sieht uns hart und er will mit uns gehen. So Jesus ruft ab zum Beten, weil Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Und wir weiten, eine Unterhaltung, die schafft nicht sehr gut. Wenn du bloß eine Person hast, dann reden und eine zum Horchen, nicht? Dort schult bald ut. Dort schafft am ganz besten, wenn wir bedreut sind zum Horchen und bedreut sind dann zum Reden. Und das gleich ganz passt, wenn wir bedreut sind zum Horchen. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schub hier in meine Stamm in Akanan, und die kommen mir hingeron. Er sagt, meine Schub, meine Kinder können sagen, die kennen meine Stimme und die kommen mir hingeron. Wir sind durch Jesus Christus, durch Jesus Abend, haben wir den Heiligen Geist gekriegt und ich habe hier. Unsere Uhren sind aufgemerkt, wir werden doof, können wir sagen. Aber er hat uns die Uhren aufgemerkt und ich habe hier. Er sagt, meine Schub hier in meine Stimme und ich kann uns.
Und die kommen am Hänger an. Und ich gebe ein ewiges Leben und sie wollen niemals ankommen. Dann sagte ich, China konnte meine Hänger retten. Dann bestehe ich heute noch mit dem Führer. Mein Führer, der mir gegeben hat als Gerater, ist alles. Und China kann meinem Führer die Hänger retten. Ich und der Führer sind eins. So, das ist ein wunderbares Versprechen. Nicht Jesus seine Hänger, nicht Gott seine Hänger, kann uns wer retten. Aber dann sagte ich, heute der Führer sind eins. Das ist ein wunderbares Versprechen. So, wo redet Gott zu uns? Ich glaube, es sind verschiedene Wege, wo Gott zu uns reden kann. Aber besonders ist es durch sein Wort, durch die Bibel. Wenn wir das Wort Gottes lesen, er kann zu uns reden. Wir sollen erst sein Wort. Und ein Mann sehen wir zu mir, wenn wir Gott nicht hören können, dann müssen wir die Bibel ab Lüdes lesen. Dann können wir das noch besser verstehen vielleicht. Aber ja, und, so Gott redet durch sein Wort. Aber Gott redet durch die Predigt, Gott redet durch die Botschaft, was wir hören. Kann ein Werk sein, kann ein Tiet sein, wo immer. Wie Gottes Wort hier und Gott redet zu uns. Gott konnte uns reden, wenn wir uns Urhand geben, uns geistliche Urhand geben, wörtlich zum Hörchen. Die Bibel sagt, die Glauben kommt durch die Predigt und die Predigt kommt von Gott sein Wort. Deswegen soll es dort sein. Oder da kann euch eine Erfahrung sein. Vielleicht hast du dort das Wort, wo du durchgehst oder wo du durchgehst. Und Gott redet zu dir durch dort. Vielleicht hast du dort eine Schwere. Aber wir lernen something, oder Gott redet uns vielleicht. Oder da könnte euch ein Gleichnis sein, oder ein Schreiben vielleicht, ein kleines Schreiben, dort ein kleiner Quote, oder ein Wort, was wir lesen, und das schiert uns an, und das beschreibt für uns persönlich. Ich hatte einen Tag mal, wir haben einen Tag, wo einst mal, ja, für das eine Idee, wo einst mal alles schaff, nicht ganz reich, nicht? Und wir sind da, die, falls ihr die Maschine schafft, alle nicht, und so wieder, und ich will nicht gehen zum Mittag, wir haben einen schweren Tag. Und dann liegt der Wasser auf dem Meer auf. Ich dachte, ich will mich noch gut abhängen. Und wieder ein kleines purple Boltje. Und wie ein Smile oben, Smiley Face, so groß ist der Boltje dann wie. Und drehe ich dort ran und dann sehe ich, Jesus loves you. Okay, dort wie krank wird mir fehlt den Tag. So dort, wie krank wird mir fehlt hier. Ich nehme an, Gott redet zu mir. Hey, ich leuchte dich noch. Ich sehe noch hier. Und verschiedene Dinge habe ich vielleicht erfahren, hast du erfahren. Das darf nicht krank so ein Ding sein. Vielleicht Gott redet vielleicht am anderen was zu dir. Wobei ich will ein paar Dinge noch mitteilen, wo ich vertraue, Gott hat zu mir geredet. Bloß zum Morgen, wo Gott konnte uns reden, wo er tät. Und das meint nicht, dass jemand krank so eine Erfahrung hat, oder krank so ein Ding zu uns, zu jemandem passieren oder was immer. Aber das sind Dinge, wo wir annehmen, wo Gott zu uns geredet hat. Ich wollte einmal auf Samaris, dass ich abstand, dann ging ich beten, Esther hat vielen Tag, ich rutsche eine Automatische Waschmaschine an, sie wird Fußgehen und dort abhängen. Und ich bete durch und hat wieder einen klaren Gedanke an mich, der sagt, Esther wird die sein, du bitte erst eine Schlange, die sollst du dort hier. Und ich bete wieder, ich dachte mir so, wow, wie kommt das her, aber du bist so klar. Und dann, Messfuß, ruft sie mir, hey. Und ich ging rüber, ich kiele dort und riem die ab. Und als ich schnell kam, dann wir mit ungerecht, ich ging kurz in den Arsch, ich sagte, willst du fort, ich wüsste dort, was passiert wird. Und dann sehen sie mir die Erfahrung, sie hat auch gewusst. Der Stamm kriegt diese Gedanken, die klare Gedanken, wie an ihr nahe kommen. Pass ab, wenn du nur der jetzt, du wirst nicht lang sein. Und so, das sind wir, wo Gott zu uns reden kann. Das sind wir, wo er uns reden kann. Und das sind vielleicht ein paar Engel, wo wir nicht von anweisen. Und dann ist es dort, das sind Dinge, wo Gott zu uns reden kann, an unsere Gedanken. Noch ein Gedanke, wo ich kriege, dass wir in 2017 dass wir in der Bibelschule waren, dass wir das erste Jahr, wo wir wieder wir noch mal ein paar Werke tun. Und dann, wenn ich weiß, dass der Kind dort verfrühstückt, dann haben wir einmal ersten Morning Devotion, 5 Minuten. Und dann haben wir eine Lesson gewohnt. Und dann können sich wieder abzählen, gehen wir einmal die Welt, 5 Minuten Devotion haben, dann haben wir Frühstück. Und ich bete auch, ich lasse ein Psalm, bevor ich zu Frühstück ging. Und dann kam auch ein klarer Gedanke, ich soll den Psalm mitnehmen, die Bibel mitnehmen, den Psalm zu lesen. Wegen dem Tag hat China nicht du abgesandt, zum in Devotion bringen. Und dann dachte ich so, wow, das bedeutet ein bisschen. Hier bin ich nicht gehorsam. Das hat mir leid von dir, aber das würde passieren. Und ich dachte so, wow, das geht nicht. Das ist immer wieder, ich werde noch mit Frauen, wie nach Holland mit anbekommen. Das ist immer wieder auf abgesandt, nach jeder Mal, wie ich weiß, wo wir nie bloß mal nicht sind. So, ich ging eten. Dann kam das eben Hüllbrand, er wieder für eine Gestalt. Und er ging da hin und ging an den Mike und dann sieht er, am der Leute, hat das Rengungsfiete,
du nur die Kirche in Heilhause gehen und schreien, wenn du erst wer wir würde, würden aufschneiden, Hand und lesen. So, Gott hat mir das gesagt, ich soll das lesen gehen, weil ich nicht, du wirst nicht gehorsam gewesen. Aber dort sind wir, wo Gott zu uns reden kann. Aber ich denke, wenn Gott zu uns reden wird, da können unsere Gedanken sein, wir haben verschiedene Gedanken, wie soll der abmatchen mit Gottes Wort? Ist das stimmt oder ist das nicht stimmt? In so einer Lehre aus dem Krieg, Luther sitzt an der Totale, wo Gott ihn geredet hat. Nicht? Aber unbedingt, wenn wir Gedanken haben, nicht näher wollten, so wird der abmatchen mit Gottes Wort. Wenn mit Gottes Wort stimmt, dann ist es gut. Dann werden wir abgehen. Und jetzt Gott ist der Korn, verschiedene Wege zu uns reden. So, wenn es zwei Personen sind, zum Hören soll es zwei Personen sein, zum Reden, und besonders am Gebet soll es auch so sein. Ich glaube, das Problem ist einmal bei uns, dass wir wollen hören. Gott redet, aber es wir reit sind, wörtlich zum Hören. Ich glaube, vielmals ist es darum, uns lüht, wir sind drauf, und dann fangen wir uns da an, und dann hören wir die Stimme nicht so leicht. Das sind die lüde Dinge, die darum uns gehen. So, wozu braucht den Christ beten? Das sind Nummer zwei. Wir beten, merkt unsere Gemeinschaft deutlich macht Gott. Wir wollen mit Gott deutlich verwarteln, dort Verhältnis, dort wo es kriegt es, wenn wir im Chan lehren, wir fangen ans Chan lehren, wir fangen unter Vertal mit einer Person, mit Verhältnis dort wo es, mit Amavara, die Worte deutlich der Gemeinschaft, wir können umfangen, von unseren deutlichen Dingen zu vertalen, und so ist das mit Gott. Wir können Amavara am deutlich Chan lehren, und Gott ist dort. Gott will einfach mit uns Gemeinschaft haben. Dort ist am wichtig, haben uns erschaffen, den mit uns Gemeinschaft haben. So dass uns Verhältnis mit Gott kommen, wo sind, wann wir beten. Der Psalmist sagt es dir: So ist ein Reu, ein Verlangen, eine frische Gute hat, so hat meine Seele ein Verlangen nur Gott, nur die Gott. Meine Seele darf nur Gott, nur den lebenden Gott. Da, wo naja, wo ich bei dir komme, dass ich vor Gott kommen, stunden kann. Haben ein Verlangen, vor Gott zu kommen, so ist ein Reu, eine frische Wut erhaft. Ich glaube, das soll ich uns verlangen. So beten, willst du merken, unsere Gemeinschaft mit Gott deuper, beten merkt uns Hort voll Fred, können wir sagen, das darf uns die Lune, unsere Sorge, die fangen auf uns zu verschwingen. Und wie wurden Dinge los? Einfach Dinge, wo wir von frei waren, Angst und alle anderen Dinge, wo du kannst, durch ein Gebet einfach los, rauffallen oder uns die verschwingen. Und besonders unsere Sorgen. Wie können wir all unsere Troubles können wir einfach ab Gott leihen? Wir können die ab anbringen in die Sorgen ab am Schmieden. Jesus sagt, er sorgt für uns. In 1. Petrus 4, Vers 6, du sagst, dass es ist, demütig ihn und ihr Gott seine Gewalt gehohnt, dann wird er ihn abrechnen und schmied all deine Sorgen ab am, er sorgt für ihn. Und dann sagt er, Vers 8, das war ich glaube ich noch morgen, Jesus schadet Petrus zu sein, mit er soll wacker sein. Dann sagt er in den 8. Vers, sieht durch die Nacht ein wacker. Er hört, oh, dort wird all Eier gehirrt. Und er sagt, brückt er dort krieg hier, sieht durch die Nacht ein wacker. Willst du jener, der bei seinem Fien schlägt sich rum aus dem brallenden Leben und siegt nicht wem, dem er verrieten kann. Dem war er stut mit vollstem Glauben und denkt daran, dass die Brüder über die ganze Welt durch die selbstige Leidenschaften gegangen sind. Er sagt, sieht wacker. Er hat es belebt, dass Jesus zu ihm gesagt hat, sieh wacker. Hier ruft er uns ab, sieht wacker, schmied die Sorgen ab Gott. Einzig muss es leichter sein, aber das ist schwander. Aber wenn wir das Vertrauen nehmen, einfach Gott dort und Hand geben. Was immer das ist. Wir haben verschiedene Lehren, die wir vielleicht durchgehen, jeder einer. Aber wenn wir Gott dort vertrauen, er will uns halten, er will uns durchführen. Und er wird uns die Kraft geben für die rechte Zeit. So, wo soll uns Gebet sein? Das nächste. Oder wo sollen uns Gebet sein? Ich glaube, wir können wussten, matten beten, matten, wo wir zu Gott reden dürfen. Aber zur selben Zeit habe ich die Frage in Räume, wo du sagst, jetzt mal habe ich nicht wird. Dann hast du jetzt Gottes in der Bet vor uns, der uns siegt ans Wort. Aber ich glaube, wir können auch wussten, am reden, wann wir reden können, wann wir wörtlich, da wir können zu Gott wörtlich mit Klarheit noch am kommen und zu am beten. Und
Und erklärt euch ja, wie ganz besonders an unser Vater lehrt, wo Jesus uns lehrt beten, wo Jesus seine Jünger lehrt beten, wo er seinen Frauen lehrt beten. Dann sage ich, dass es dort, uns vor dem Himmel, die Namen soll heilig gehalten werden. Lut den Reck kommen, den Wellen ab Jerusalem gedohnt werden aus dem Himmel. Die ersten zwei Versen handeln sich bloß um Gott. Dann handeln sich, den Wellen soll passieren, die soll es gelobt werden, die Namen soll heilig gehalten werden. Dein Reich soll kommen, ob ihr Kraft ist am Himmel, soll alles zu tun werden. Dort handelt sich um Gott. Und dann geht er wieder und sagt, gib uns das Brot, was wir von dir brauchen. Vergib uns die Schuld, so es wie dir vergeben, dass sie an uns verschuldet haben. Ich letztens sage, welche Port, dort wie andere vergeben, dort Gott uns vergibt, so ist es wie andere vergeben. Ich wundere, Gott hält uns verantwortlich, wo wir andere vergeben, dann, und so dass er uns auch vergeben. Das ist wichtig, dass wir vergeben sind. Bring uns nicht in Versiegung und bewahr uns von den Bösen. Willst du die hier, das Recht, der Kraft und der Herrlichkeit für immer und immer. So, ich fange an, mit Gott loben, Gott die Nummer hier geben, dann habe ich ein paar Bärden, und dann geht er wieder in den Hund, das war an Gott. Gott, die soll geirrt werden, die direkt soll kommen und so wieder. Bring uns nicht an Versiegung, aber bewahr uns von den Bösen. Wir fragen ein Brot an Bewahrung und Beschützung und dann war Gott, die Wahl soll passieren. So, jetzt ein Bet, wo das Gebet kann lauten. Aber, wo dann, wenn das so eine Dau sein, oder so eine Zeit ist, wenn wir nicht wieder haben? Dann sage ich, Römer, 8, Vers 26, so, in Jerusalem habt ihr jetzt uns in unsere Schwachheiten, weil wir weiten nicht einmal, wo wir so reich beten sollen, aber die jetzt betet für uns mit so einem Gefühl, dass wir nicht wir dafür haben. Und heu, der unser Horten und ihr Sieg weit wird ihr jetzt im Sinn haben, willst du jetzt betet für die Heilige tun, aus Gott dort gefällt. Wir weiten, dass Gott an alle Dinge immer das beste Werk für dich, der am Gott sein. Dort sind die, die hier gerufen haben, so ist heute wohl. So, wenn wir nicht wieder haben, dann können wir einfach zu Gott sein. Wir können zu Gott kommen. Hier ist mein Wort. Du sitzt alles, du weißt alles. Herr, hier ist Janik. Wir können einfach das Wort anvertrauen. Unsere Sorry, unsere Troubles, unsere alle Dinge. Bloß einfach, hier ist der Gott. Du sitzt dort. Und der Geist Gottes, der betet für uns mit so einer Gefühle, wo wir nicht wieder verharren. Der Union siegt ans Wort und weit krank, was uns fehlt. Gott weiß, was uns fehlt, eier wie nach am Kuhm. Gott weiß dort. Aber danach lädt er will mit uns reden. Er will mit uns die Gemeinschaft haben. So, was braucht wir, Tim, dass unsere Gebete erhört werden? Du können viele Dinge vielleicht abnehmen, aber wir sollen klar sein zu Gott, mit was uns fehlt. Ein Ding ist, einfach klar sein, Gott, das ist das Ding, was mir fehlt. Markus Kapitel 10, wenn wir die Kicken in die Geschichte, wo Bartimäus wo heiratet, he schrie ich nicht Jesus. Links heute verbiegen. Jesus kam durch eine Jericho, eine Herde, Menschen kamen und dürfen in die Lüge, die da vorbeikamen. Und he schrie ich nicht Jesus. He fragt die Menschen, was passiert hier, was geht hier fair? Dann sehen sie da an, Jesus von Nazareth geht hier vorbei. Und dann fängt er an zu schrien. He schrie ich nicht Jesus und auf einmal hält Jesus still. Und sie soll ihn heimbringen. Dann sage ich dort, he fragt dann, was soll ich für dich tun? Und dann sieht er, Meister, ich will sein kann. Er wird ganz klar bei der Sache. So, als die Frau dann nicht passiert hat, einmal kurz, wann, wie Gott klar Frau. Ich glaube nicht, das geht nicht einmal. Oder wir weiten, dass das geht nicht einmal. Das passiert nicht einmal, krank abersteht. Weil für Bartimäus wird er krank hier. So, das passiert nicht einmal. Aber Gott gibt uns eine Antwort. Gott sagt ja, oder er sagt nee, oder er sagt warten. Das sind drei Antworten, was er uns gibt. Und wann wir die kriegen, erklärt er uns eine Antwort, ob jeder Antwort, was er uns geben hat, gibt er uns Frieden. Erklärt, wenn er uns nie geben sein hat, dann sagt er, gibt er uns Frieden. Erklärt, wenn er uns ja sein hat, gibt er uns Frieden. Du eben, wenn er sagt, wir sagen, warte, dann haben wir Frieden, du eben. Und wenn wir kicken, wenn wir denken, dass das immer passiert, kurz aber steht, wir wollen Paulus sehen, der auch gleich. Paulus, der hat auch ein Bad, wo er Gott noch beten, dass er will den Speck oder den Stachel nicht annehmen und dann sieht Gott, nee.
meine Gnade ist genug für dich. So Gott ja von sich immer die Ohren, die du kriegst, die uns Daniel stärkt, oder die Leuven, die uns fehlt, aber hier ist das größere Bild. Hier ist das Bild, wo du der Pastor ist für uns. Er sagt, nie oder warten. Ob man don't want, ich vertraue Jeff uns Frieden, und Philippa Feier versaß und sieben, sagt er, sorgend am Nisch, Luca mit Beten und Prachern, Dankeschön sein, alles weiten, was ihnen fehlt. Und Gott sein Fried, der weit über alles geht, was Menschen verstehen können, was jene Horten in die Daten an Christus Jesus beworben. So, er gibt uns Fried, wenn das Joa ist, er gibt uns Fried, wenn das nie ist, und er gibt uns auch Fried, wenn das nicht der reichste Tiet ist. So, wir brücken, dass wir klar sind an uns zu beten, wir sollen im Glauben frauen, unbedingt im Glauben frauen, und nicht zwiebeln, wir sollen allmählich Gott hier folgen, ohne Glauben. Wir sollen an Jesus sein Namen frauen, weil es heißt, der Wahrheit heißt, der wird abgemerkt, dass wir haben keinen in Futter kommen. Und wir dürfen unhold beten. Ich sage, hold on mit dem Beten. Und am Gehorsam beten. Bartimäus schrie ich mir mal. Und Jesus hier an. Hier an das erste Mal nicht, weil ich weiß nicht. Aber ich wundere, er will sein, wo ihr uns erst hat. Was Futter schweig, wie sie wollten, an sie Kinder, an sie wird schlamm, ist der dort. Von harten Wellen, dass du bloß denkst, als würde nicht bis ein Monat frei. Nicht mehr ein Monat frei, dann weiß ich selber, das hat die wirklichen Verlangen für, oder du kannst vielleicht einen Unterschied merken in einem Leben. Ich weiß nicht, vielleicht, wo Luther nach Meier sein, du fährst nicht an meine Lehre, aber wie sein dort? Und Gott weiß dort auch, es wie ein Monat frei und es wie mehrere Monat frei. Und das sagt, wir sollen unheimlich beten. Es ist nicht der Herr, es ist nicht hier, er hört uns, aber wir werden unheimlich beten. Jesus hier an, er nimmt das ernst. Und er fragt ihn, was fehlt dir? Er sieht sein. Und danach gehorsam. Da braucht er, wie gehorsam sind an der Lehre. Vielleicht hat Gott uns gesagt, wir sollen ein Ding offline, oder wir sollen ein Ding zu sie leihen, oder er will ein Ding haben, was wir tun. Das ist wichtig, dass wir gehorsam sind an der Lehre, wo wir sind, Tim, dass Gott uns kann auch wiederbringen an der Lehre, wo wir dann gut sind. Johannes 1, Vers 3, 22, wenn ich sage, liebe Freunde, wenn uns die Wissen uns nicht verklärt, dann können wir im vollen Vertrauen Gott kommen. Die wollen dort kriegen, wo nur die Frauen, wie sie gebauten holen und daunen, was ihm gefällt. Dann wird er uns geben. So, das sind Dinge, wo wir so klar haben, wenn wir beten dann. Aber was hindert uns das Gebet? Was hindert das Gebet bei Gott? Nummer 1 ist Unglauben. Wenn wir nicht vertrauen, dass Gott das kann, oder dass Gott die Kraft hat, Gott die Macht hat, das zu tun, dann wird das nicht tun. Jakobus sagt, wenn wir eine Weisheit fragen, dann sagt er so, wenn uns darum Weisheit fehlt, dann sollen wir einfach Gott fragen und er wird uns Jürgen geben, und aber nicht zwiebeln, weil wer zwiebelt, soll nicht meinen, dass er von Gott wird kriegen. Das. So die Weisheit ist ein Ding, dass Gott ihm will. Ich habe verbeten und er schenkt dich. Der reichte Tiet. Jetzt muss fehlt ein Teil. Weit bin ich nervös, wir sagen, wer sie was oder nicht. Na, das war Hanne, wer hat gerät. Wörtlich dort gerät, was Gott will haben. Aber, er gibt uns die Weisheit, kriegt die Wahn uns die Fehlen, der Wahn wie andere nur Frauen. Dort verspricht er uns. Ungehorsam. Spreche sei 28 Vers 9, wenn ein Mond oder früh, können wir sagen, nicht weil Gott seine Gesetze hören, weil Gott seine Gebete auch nicht hören. Ein anderer wird, wenn ich will tun, was Gott sein Wort sagt, dann. Wo Gott ihm wird sagt, dann seine Gebete will Gott dann auch nicht hören. Ungehorsam kann ein großes Hindernis sein für eine Gebetserhörung. Nummer 3, oder wenn du Sinn oder unbekannte Sinn in uns Leben hast. Und der Sinn ist, dass Städte gehen und Gott kann euch uns wiederbringen. Man hört, wird wagen, aber du Städte haben wird ein Stich. Du musst mal zu sie gehen, brückt dort wieder bekannt und einfach Gott dort übergeben. Oder wir haben Trouble mit unseren Nubasch, unseren Nächsten, oder was immer es kann sein, verschiedene Dinge können du abkommen, nicht? Oder ein anderer Motiv oder ein anderer Drief, dort darf auch ein Hindernis sein. Oder du kannst sein, dass Gott sagt, jetzt bist du nicht mehr gut für dich. Wenn es ein anderer Motiv, es ist ein anderer Drief dafür. Wenn wir gucken, dass Petrus, Jakobus und Johannes, krieg diese drei Seite auf dem Bauch, wie immer Jesus verherrlicht wird. Was wie Jesus, Petrus ihm bat, du?
Hij zegt, Jezus, dit jaar trein, dat is je fan, dat is je goud, waarom is je drie hier bij? Waar we hier bij en waar we hier wonen? Jezus, die ging bis naar de eind van zijn lied en dan voor de oom, in drie arm ging erop. Hij geeft er niet mol, hij zegt niks. Hij zegt bloß einfach niks. Hij ging bis erop en Petrus kreeg de oom, maar wie een plot, nee. Einfach nee. Wat wird passiert sein, wenn Jezus had gezegd, dit jaar trein, dit wird zijn goud zijn, wo wir hier sind, dann wird Jesus ihn gestorben haben, vertragen, wir haben viele Ideen, Petrus und Paul, Jakobus, Johannes, die sollen auch lang predigen, und die würden nach Hamahisabü. Die würden auch lang sein, die wird Gottes wiederbringen. Ich glaube, wir können dankbar sein, dass Gott unsere Gebete einzumal nicht erhören hat. Jetzt hat er das große Bild, er sieht das Bild, wo du dir hängen hast. Er sieht, wo du ankommen hast, er sieht, wo du noch kommen wirst. Oder wenn wir gucken, wo diese Bad Johannes und Jakobus, Jesus kam laut an, bei sie, die an den Rex sah. Jesus sagt, ich weiß nicht mal, was die Frau. Er sagt, ich weiß gar nicht, was die Frau. Und ein kleines Mal kann ich ab ihren Stampel sein, dass die Gebete nicht alle nach uns wollen, erhielt worden. Weil dann würde viele Dinge, was Gott beschäftigt will, die würde vielleicht sehr vertragen. So, Jesus, der ruft ab, einfach wacker zu sein und zu beten. Das ist mein Wunsch in Gebet, dass wir einfach beten. Ich sage nicht, dass wir nicht beten dürfen, aber wer wir unheilend sind und beten. So wer wir schon merken, dass wir reit sind zum Guten, wenn Gott uns ruft. Und wenn Jesus sagt, beten, wirken, dann werden wir beten. Aus Gemeinde werden wir beten, aus Furasch, aus Mütter werden wir tief beten. Kinder, Jugendliche werden wir beten. Gott ruft uns ab zum Beten. Wer wir Hämmer sein, wo wir beten dürfen, und den Unterschied merkt in dieser Welt. Gott ruft uns zum Beten. Er ruft uns zum Beten, dass wir nicht fallen, wenn die Versiegung kommt. Wie weiß es Petrus hier, sie werden nicht reut zum Guten. Sie haben nicht gebet. Sie haben nicht die Tiet gewerkt, was Jesus sagt, sie sollen beten, sie sollen werken. Und als Jesus gesagt in der letzten Vers, dann sagt er, dann ging ich einmal, dann ging ich zweimal, dann dreimal, dann sagt er, dann sagt er, dann kommt er, Kim hat dort dreimal drehen, seht an, weil die nie reiben und schlupen, nie hast du genug. Die Stunde ist hier. Check, die Menschen sehen, was an die Sünde hingegeben worden, stut ab, weil wir gehen. Check, die mich verruhen, das ist hier. Die Zeit kommt, dort wir gehen, machen es wie ihr Bett haben oder nicht. Hier sind wieder die Zeit, wie in die Arm. Sie haben die Zeit gehabt im Beten. Und nie wieder die Zeit, was du, wo du schwer worden, wo du lieben, wo du verernt auch anfangen. Wir haben nicht gebet. So die Zeit kam für uns jeder ein. Dort wie gehen machen, ist wie gebet haben oder nicht. So wenn wir beten in die Zeit, wo wir noch nicht an den Trouble sind oder an den Leo sind, dort wir an der Versiegung nicht fallen. Das sagt nicht, dass die Versiegung nicht kommen, weil das sagt, dort wir nicht fallen, dort wir stehen bleiben. Danach beten. Wer dem Bet, dort wir nicht an der Versiegung fallen, der Jesus wahrlich oder flüssig schwach. Wer wir noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Gott bist, die Gott bist, die Allmächtig bist, die uns eine harte Chance, die weiß, was wir brücken, die weiß, was wir fehlt, was uns fehlt. Und wir danken dir, dass du alles in deiner Hand hast, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir wollen wacker sein und beten, wo immer wir sind, in unserem Heim, in der Kirche, in der Gemeinde, aus Jugendlichen, aus Kindern, dass wir wollen beten, und wo du kannst wörtlich, dass wir keine Stunde bleiben, wenn die schwere Zeit kommt, und dass du kannst verherrlicht werden, und was immer du für Plans hast für uns. Ich bete, wenn die nur um Jesus. Amen.